Ruhe! Wie soll man denn da nachdenken? Hör mal, Cheep Cheep. Ich muss nachdenken und das kann ich nicht, wenn du so einen Radau machst. Ja, ja, aber jetzt sind wir nun mal hier und wir müssen irgendwie Wilbur und das Artefakt retten. Der ist mir doch völlig egal. Elender, stinkender, betrügerischer Mensch. Nee, du hast sie doch nicht alle. Schau dir mal das Schloss an. Kannst du dich da nützlich machen? Ich weiß auch, dass du kein Schlosser bist. Aber vielleicht kannst du mit dem Schnabel im Schloss herumstochern und dann... Ganz ruhig, sorry, meine Güte. Lass dir lieber mal etwas einfallen, wie wir hier rauskommen. Kannst du nicht Hilfe holen? Na und? Du fliegst einfach rüber. Luftabwehr, sicherlich. Hast du das Artefakt im Tempel gesehen? Wunderschön und zugleich schrecklich. Richtig. Verstehst du jetzt, warum wir uns nicht einfach heraushalten können? Stell dir dieses Artefakt in den Händen der Orks vor. Oder der Menschen. Oder einer anderen primitiven Rasse. Jo, schneller als du Weltuntergang sagen kannst. Ich kümmere mich dann mal weiter um unsere Rettung. Alleine. Du? Vieh? Kannst du mich verstehen? Kannst du verstehen, was ich sage? Heißt das ja? Tun wir mal so, als ob das ja heißt. Dein Herrchen ist fällig, wenn er mir in die Finger fällt. Hast du nicht gesehen, was er getan hat? Er hat uns hintergangen, aus reiner Feigheit. Ich weiß ja nicht, was du an ihm findest. Für mich ist er ein arroganter, aufgeblasener, feiger, ungepflegter Schnösel. Ich kann mich allein nicht befreien. Hilfst du mir dabei? Kannst du vielleicht irgendwas erreichen, womit man das Schloss an meinen Fußketten öffnen kann? Du... Ach. Gut gemacht, Kleiner. Jetzt das Schloss. Brich es auf. Aber es muss irgendwie gehen. Du willst etwas holen, womit man das Schloss öffnen kann? Okay, aber wie willst du hier rauskommen? In Ordnung, versuch's.
Schuggeleile? Dekalak! Schuggeleile? Schuggeleile? Schuggeleile?
der Galak... Was zum... Ich frage gar nicht erst, wie du das mit der Tür machst. Aber was ist auf der anderen Seite? Ein Affe, der einen Kleiderschrank verschluckt hat? Ein Troll! Der Troll bewacht den Kerker? Er hat einen Schlüssel? Den brauchen wir. Du musst dir etwas einfallen lassen. Danke, endlich. Das wäre geschafft. Jetzt musst du die ganze Arbeit auch nicht mehr allein machen. Danke. Danke. Oh, danke. So eins wollte ich schon immer mal haben. Dieser Schacht muss irgendwo nach draußen führen. Aber er ist zu eng und zu weit oben, um hinausklettern zu können. Ein seltsamer Holzkasten. In ihm hängt ein kleinerer Kasten aus Metall. Nichts. Auf den Wänden sind viele Symbole und kurze Texte. Ich kann sie nicht lesen. Hier wurden noch ein paar Bilder an die Scheiben geklebt. Und dort ein größerer Zettel mit einem Text. Das sagt mir alles nichts. Ich kann mich glücklich schätzen, dass der kleine Dicke hinter Wilbur und Nate hier ist. Auch unter der Folter könnte ich nichts zu ihrem Aufenthaltsort sagen. Ich hoffe, Nate geht es gut. Es wäre schade, wenn er mir beschädigt in die Hände fallen würde. Eine recht enge Zelle mit einem mächtigen Gitter. Vermutlich für besonders gefährliche Gefangene. In der Zelle liegt etwas. Es schnarcht.
Hallo? Hallo? Nichts. Aber er hat auch schon beim Spektakel von Cheep Cheep und dem Vieh weitergeschlafen. Hey! Aua, was? Du? Aber was tust du? Das Artefakt ist es in Sicherheit. MacGuffin? Ihr lebt noch? Euer Widerstand bei den Verhören scheint nicht groß gewesen zu sein. Das Buch? Das Artefakt? Was ist damit? Ich habe das Buch aus eurem Keller geholt, aber ich habe den Erzmagier nicht angetroffen. Und? Und dann? Dann habe ich das Artefakt zusammen mit zwei Freunden sichergestellt. Ausgezeichnet. Dann war es wirklich im Tempel. Ja, war es. Und nun? Hat der Erzmagier das Artefakt erhalten und ihr seid nun hier, um mich zu befreien? Nicht so ganz. Wir wurden von Munkus überrascht. Meine Freunde konnten mit dem Artefakt fliehen. Ich wurde gefangen genommen. Dann ist es noch immer nicht in Sicherheit? Vielleicht nicht. Das ist eine Katastrophe. Wir müssen hier raus und das Artefakt zum Erzmagier bringen. Was ihr nicht sagt. Ihr seid ja ein gewiefter Taktiker. Was habt ihr Motroga und ihrem Satansbraten erzählt? Ich brauchte ihnen kaum etwas zu erzählen. Sie wussten vom Artefakt. Ich habe ihnen vom Buch erzählt. Aber ich war mir sicher, dass du es schon längst sichergestellt hattest. Und sonst nichts? Und ich habe vom Ring erzählt. Ihr habt ihn von Wilbur erzählt? Ihr habt sie tatsächlich auf einen kleinen Gnom angesetzt? Mir blieb nichts übrig. Aber er hatte viele Stunden Vorsprung. Und du sagst selbst, er hat es bis zum Erzmagier geschafft. Und dabei hat er mehr Mut gezeigt als ihr. Meine Begleiter Wilbur und Nate sind durch ein Portal entkommen. Kann man herausfinden, wohin dieses Portal sie geführt hat? Ein Portal? So etwas ist selten. Nur besonders mächtige Magier können ein Portal öffnen. Wilbur hatte ein Amulett. Als es auf dem Boden aufgeschlagen ist, hat sich das Portal geöffnet. Ungeheuerlich. Es gibt nur zwei Amulette, die so etwas vollbringen können. Das eine gehörte dem mächtigen dunklen Magier Balthasar. Aber es gilt als verschollen. Genau wie sein noch mächtigerer Bruder, das Telarion. Wenn es Balthasars Amulett war, wohin könnte es die beiden gebracht haben? Das kann ich nicht beantworten. Aber der Erzmagier wird es wissen. Ein Grund mehr, bald mit ihm zu sprechen. Dieser rote Holzkasten dort, wofür ist er wohl gut? Das habe ich mich auch schon gefragt. Er sieht sehr interessant aus. Rein wissenschaftlich natürlich. Er scheint hier nicht reinzupassen. Mortrogas Reich ist groß. Viele sind ihr lehenspflichtig. Oder vielleicht hat sie das Ding auf einem ihrer Raubzüge erbeutet. Wer weiß? Warum sitzt ihr eigentlich jedes Mal in einem Käfig, wenn wir uns treffen? Könnt ihr euch nicht einmal selbst befreien? Mortroga persönlich hat das Schloss magisch versiegelt. Das kann man nicht mit einem Zahnstocher öffnen. Ihr sitzt also in eurer Zelle und lasst mich die Arbeit machen. Hole mich hier raus und ich kann dich unterstützen. Moralisch zumindest. Das Schloss ist also magisch versiegelt. Aber es muss sich doch trotzdem öffnen lassen. Natürlich. Nur braucht man dazu den Zauberstab, der es versiegelt hat. Mortrogas Zauberstab? Ich befürchte ja. Dann lassen wir das Schloss einfach zu und konzentrieren uns auf die Stäbe. Viel Erfolg. Das sind Eisenstäbe, dick wie Trolldaumen. Ich muss weiter. Sind sicher noch andere Gremlins aus Käfigen zu befreien. Haha. Bewegt sich kein Stück. Wenn da nicht die sprichwörtliche Dummheit der Trolle wäre, würde ich es gar nicht erst ausprobieren. Halt! Es ist, Kunst. Das gute Stück wird garantiert hilfreich sein.
Feuerbereit. Fehlt nur noch das Ziel. Volltreffer. Das haut sogar einem Bergtroll aus den Latschen. Hilf mir mal. Wir schieben den Brocken in die Zelle da. Das wäre das. Komfi, weiter geht's. Ein ziemlich schwer aussehender Schmiedehammer. Ich will nicht dem dazugehörigen Schmied begegnen. Das könnte ich tun. Man würde den Rauch bemerken und jemand würde das Feuer löschen. Das Vieh und ich dürfen nur nicht erwischt werden. Verschaffen wir unserem kleinen Partner mal etwas Bewegungsfreiheit. Was zum Feuer? Danke. Eine Zauberspruchrolle. Das sind Zaubersprüche, die in einer Schriftrolle stecken. Das hier ist ein Frostzauber, wie es scheint. Ich beherrsche diese Art der Magie nicht. Für jemanden ohne Magie im Blut ist der Zauberspruch nur ein Blatt Papier. Ich kann mit dem Zauberspruch nichts anfangen. Du vielleicht? Was hat es vor? Erstaunlich. Ganz erstaunlich.
Das könnte klappen. Die Stäbe sind jetzt tiefgefroren und porös. Freiheit! Abgesehen davon, dass wir uns immer noch in einer mächtigen Festung des Bösen befinden, habt ihr recht. Immer ein Schritt nach dem anderen. Und der war wichtig. Ein Hoch auf das Vieh! Und natürlich auch auf dich. Zu gnädig. Es war ein kluger Einfall, das magisch versiegelte Schloss einfach zu ignorieren. In meiner Verzweiflung habe ich versucht, es hiermit zu öffnen. Aber es ist mir nicht gelungen. Was ist das? Mein Universalschlossöffner. Das ist ein Draht. Exakt. Ich besitze ihn seit vielen Jahren. Er hat mir bisher bei jedem Schloss gute Dienste geleistet. Nur bei magisch versiegelten Schlössern versagt er. MacGuffin? Ja? Kann ich mir mal euren Universalschlossöffner ausleihen? Mir scheint, du weißt ihn nicht zu schätzen. Es ist ein Stück Draht. Mit dem man nahezu jedes Schloss öffnen kann. Diese Dinge sind mir heilig. Genau wie meine Peitsche. Apropos, wo ist sie eigentlich? Das klären wir ein anderes Mal. Ich brauche den Draht. Er wird uns helfen, hier rauszukommen. Also gut. Wie lautet das Zauberwort? Bitte, oh bitte, gebt mir das kleine Stück Draht und tut euren Teil dazu bei, die Welt zu retten. So ist's recht. Vergiss das nicht. Dort, in diesem roten Kasten, gibt es eine ganze Reihe von Inschriften. Könnt ihr die entziffern? Ich kann es versuchen. Viele der Inschriften erzählen vom täglichen Leben des Volkes, in dessen Breiten dieser Kasten einst stand. Hier werden verschiedene Dienstleistungen feilgeboten. Es könnte etwas mit einem Fruchtbarkeitsritus zu tun haben. Darauf deuten einige der Bilder hin. Und dieses weiße Pergament an der Wand? Oh, ungeheuerlich! Was ist? Dieses Gerät hier an der Wand scheint in der Lage zu sein, Menschen über große Entfernungen zu verbinden. Tatsächlich? Eine Art Teleporter? Ja, ja, hier. Weltweit, lokal. Alles, was man braucht, ist eine Nummer. Die Nummer eines anderen Gerätes. Und so etwas wie ein kleines Goldstück als Bezahlung. Das könnte unser Weg in die Freiheit sein. Das sehe ich genauso. Könnt ihr uns mit Hilfe der Maschine hier rausholen? Vielleicht. Aber wir benötigen die Nummer eines anderen Geräts dieser Art. Und eine kleine Goldmünze. Ich eile. Ausgezeichnet. Wie sollen wir die Nummer von einem Apparat herausbekommen, der sich vielleicht hunderte Meilen entfernt befindet? Das ist eine gute Frage. Es muss Aufzeichnungen dazu geben. Wer immer dieses Gerät hier hingestellt hat, hat vielleicht auch irgendwo eine Liste mit den Nummern der anderen Geräte versteckt. Was glaubt ihr, wie viele Geräte dieser Art gibt es? Wer weiß, es könnten Dutzende sein. Ich muss weiter, bis später. Komm zu mir, wenn du Fragen hast. MacGuffin? Ziehen Sie mal an der anderen Halterung. Das sollte uns weiterhelfen. Mal schauen. Ein Buch. Es ist in der gleichen seltsamen Schrift geschrieben wie die Wörter im roten Kasten.
Ich nehme nur einige der Goldmünzen aus der Kiste. Mehr brauche ich nicht. Schaut hier. Dieses Buch lag im Geheimversteck in der Wand. Zeig mal. Darin könnte die gesuchte Nummer stehen. Tatsächlich. Hier steht die Nummer eines anderen Geräts. Wie lautet sie? 2. Hätten wir ja lange rumprobieren können. Jetzt brauchen wir nur noch eine Goldmünze. Ich habe hier einige kleine Goldmünzen. Ausgezeichnet. Eine davon wird schon passen. Gib her. Dann wollen wir mal sehen. Kommt beide rein. Nur zu. Es ist eng, aber es ist unser Weg in die Freiheit. Also schön. Man soll dieses Teil hier abnehmen. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hoffe ich. Ich werfe die Münzen ein. Also schön. Ich tippe die Nummer. 2. Es funktioniert. Das war interessant. Einfach lächerlich. Und jetzt? Auf zum Erzmagier!